Er hat ein knallrotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Liebe Zuschauer, kennen Sie das auch? Dieses tolle Lied von Frau Mürre, Wenke Mürre. Das Besondere ist dieses Boot, was wir Ihnen gleich vorstellen. Damit können Sie auf die Nordsee, Sie können auf die Ostsee, an den Tegernsee. Es gibt so viele Seen, so viele Meere, wo man sich einfach mal entspannen kann oder wo die Kinder auch einfach mal spielen können. Und das Besondere ist an diesem Produkt, was wir Ihnen gleich vorstellen, es hat eine super Qualität und man kann richtig toll Spaß haben. Ja, wir haben das Produkt hier liegen, ja. Lieber Kai. Jana, ich habe es vor allem jetzt erstmal in der Hand, um Ihnen mal zu zeigen, liebe Zuschauer, das ist ein komplettes Zwei-Mann-Schlauchboot zum Aufpumpen. Sehr klein von den Packmaßen, das heißt, Sie können es jederzeit ohne Probleme auch ins Auto tun, um mal zu zeigen, dass wir das auch sehr schnell irgendwo mit hinpacken können. Ich tue es jetzt mal weg. Größe haben wir ja gesehen und die Originalgröße von dem Boot steht dann hier unten, liebe Jana. Ja, ich werde mich da gleich mal reinsetzen. Setz dich einfach mal rein, genau. Damit man sieht, dass das Boot eben auch wirklich wunderbar passt. Wow. Wir haben hier ein voll aufblasbares Schlauchboot und das Tolle ist, dass wir vier separate Luftkammern mit dabei haben. Das ist heute ein riesengroßes Sicherheitsmerkmal bei Schlauchbooten. Ich zeige das auch gleich noch, wo die verschiedenen Kammern sind, damit, wenn jetzt mal Luft rausgehen soll, dass man nicht sofort mit dem Ding absäuft, ja, sondern wirklich noch die Möglichkeit hat, dann sicher noch an den Strand zu kommen. Gesetzt den Fall, die Kinder sind drin, es passiert irgendwas, dass man wirklich sagen kann, die kommen noch ohne Wasser in der Nase sozusagen dann wirklich dann an den traumhaft schönen sonnigen Strand, wo je nachdem, wo man ist. Ja? Ja. Also nicht nur für See, innerdeutschland verwendbar, für Süßwasser, sondern, das möchte ich gleich am Anfang auch sagen, wir sind hier mit einem Schlauchboot dabei, was komplett Salzwasser resistent ist. Ja. Das heißt also, diese PVC-Außenschale ist extrem robust, extrem kracksfest und gleichzeitig aber eben auch noch, das ist der Riesenvorteil, salzwasserfest. Das heißt, der Nordsee, zum Beispiel dem Gardasee oder im Mittelmeer, steht überhaupt nichts mehr im Wege und ich packe das mit ein und nehme es mit. Ohne das ist ja praktisch. Und wie viele Personen passen hier in dieses Boot rein? Also normalerweise kann man sagen, es passen in dieses Boot zwei Personen rein, bis 200 Kilo und das trägt es ohne Probleme eigentlich. Ja, super, das ist sehr praktisch. Sehr schön. Also ich bin echt begeistert, weil es ist total bequem. Ich sitze ja hier auf so einem weißen Sitzkissen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Zeigen wir es doch mal, genau. Diese beiden Sitzkissen zum Beispiel sind im Lüferumfang auch mit dabei. Und ich stelle mir das jetzt so gerade mal vor. Man dümpelt so schön bei sonnigem Wetter, dann so nachmittags, gesetzt den Fall, man ist mal erwachsen und sitzt auch drin, weil zwei hält es ja aus. Dann kann man sich einer auf der einen Seite, andere, wir zeigen das gleich auch nochmal, ganz gemütlich auf diese Sitzkissen setzen und kann schön die Beine ins Wasser hängen lassen und einfach mal so seinen Gedanken nachhängen in der Sonne. Und ich finde das eigentlich schon sehr schön, weil irgendwie so ein, für mich hat so ein Schlauchboot immer Urlaubsfeeling, weißt du? Das bedeutet für mich immer am Wochenende Klamotten packen, das Ding hinten in den Kofferraum, ab dafür, ein paar Tage frei, Salzwasser, Meerluft riechen, irgendwie Strand, feinen Sand zwischen den Zehen und das ist für mich immer was, was ich irgendwo mit so einem Schlauchboot eigentlich verbinde. Ja, doch, das stimmt. Das verbinde ich natürlich auch sofort damit und ich finde es sehr klasse, dass es die Farbe Rot hat, also super auffällig und ich bin der Meinung, lieber Kai, weil das so bequem ist, willst du nicht einfach mal mit reinsteigen? Wenn du jetzt vor allem noch mal aussteigst. Ich würde den Zuschauern nämlich gerne noch mal unsere vier Kammern zeigen, weil das ist mit das Allerwichtigste an diesem Boot. Natürlich. Jetzt nehme ich einmal das Sitzkissen weg. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt hier, die Kamera kann uns hoffentlich einfangen, die komplett erste Kammer. Das heißt also, das ist der ganze Rahmen, der hier mit dabei ist. Man kann es schon mal drauf zeigen. Ist auch die Eins mit dabei, damit man auch vom, nachher sieht, vom Aufblasen, wo es ist. Ja. Dann haben wir, jetzt gehe ich mal hinter vom Boot, haben wir hier hinten die Hauptkammer, den Außenbereich. Das ist die zweite Kammer mit dabei, die auch ganz wichtig ist. Das heißt, wenn hier außen oder innen mal Luft rausgeht, wie gesagt, was ich vorhin sagte, säuft uns das Boot nicht sofort ab. Ja. Und dann habe ich eben, wie man hier innen drin schön sehen kann, noch die Kammer 3 und die Kammer 4, die eben unten den Sitzbereich auch noch komplett sozusagen 50-50, wenn was passieren sollte, eben auch noch mit Luft füllt. Und das sind eben genau diese vier Kammern, die ich dann auch aufblase und eins nach dem anderen, damit eben das Boot wirklich auch jederzeit sicher ist, wenn irgendwann was passieren sollte. Also man merkt, der Stoff ist richtig fest. Ganz was haben wir hier für ein Material? Wir haben hier ganz reißfestes PVC, was ich vorhin schon sagte. Es kann eben nichts passieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ich bin so in so Gedanken irgendwie so im Urlaub, ich stelle mir das gerade vor, ich komme so mit einer Short aus dem Wasser, ziehe das Boot so hinter mir her und normalerweise zum Beispiel, wenn du jetzt in Istrien unten bist, wenn du jetzt an der Adria unten bist, dann hast du ja auch etwas schärferen Kies vom Strand her. Stimmt. Das heißt, wenn du dann das Boot rausziehst, passiert ja eigentlich bei der ganzen Sache überhaupt nichts, sondern das Boot ist so robust, dass es eben das normale Rausziehen an der übrigens ganz wichtig umlaufenden Kordel, die wir hier haben, liebe Zuschauer, dass ich das Boot wirklich von allen Seiten auch ohne Probleme aus dem Wasser ziehen kann oder wenn ich zum Beispiel jetzt aus dem Wasser wieder ins Boot mich festhalten kann oder vielleicht auch mal für die Herren
Sie ab und zu ein kleines kühles Bierchen doch nochmal mit dem Wasser mit dazu schlendern lassen. Ne? Ja, das ist ja eine super Idee. Die kühlen Getränke. Komm, Jana, wir setzen uns jetzt mal rein. Ja, du machst super. Jetzt mal die Seite. Okay. Und ich komme mal nach vorne. Ich mich hier rein. Jetzt also sieht man zwar bloß so meinen Rücken und wahrscheinlich auch mein Mikrofon, aber das ist nicht so schlimm, aber wir passen beide rein. Ein Rücken kann auch entzücken. Eine Kamera das sieht. Ja, super. Und so, meine liebe Jana, würden wir jetzt ganz gemütlich über den See paddeln. Finde ich super. Und du könntest jetzt, keine Ahnung, du könntest jetzt ein Büchlein lesen oder dem Vögel zwitschern zuhören. Ja. Und ich würde hier, was der Herr so tut, dann dementsprechend ordentlich paddeln. Ja, also man sieht, klasse. Zwei Erwachsene haben ohne Probleme Platz in dem Boot. Ja. Es ist robust, es hält eine ganze Menge aus. Praktisch. Die beiden Paddel, die wir hier dabei haben, sind im Serienumfang mit dabei. Aha, das heißt, aber hier also, haben wir ja auch nochmal Griffe, genau, ne? Nutzen können wir dieses ganze Boot für insgesamt 4 Paddel. Ja. Das heißt, sollten wir jetzt irgendwo, weiß ich nicht, jetzt in Istrien unten oder an der Adria mal irgendwie Lust haben, zu zweit mal irgendeinen Paddelwettbewerb zu machen, ja, mit Freunden oder Nachbarn, die sich das gleiche Boot gekauft haben, kann man eben dementsprechend auch 4 Paddel einsetzen. Ja, das ist doch die Idee. Man macht super, ein Wettrennen. Man nimmt genau am besten gleich 2 von diesen Schlauchbooten, ja, und dann kann man schon das ganze Spiel starten. Schon das Wochenende schon komplett verplant. Ja. Wenn Sie jetzt aber das Schlauchboot zum Beispiel schon im aufgepumpten Zustand mitnehmen, dann haben Sie auch die Möglichkeiten, da haben wir hier spezielle Klammern außen auf dem Boot, dass ich zum Beispiel jetzt die Paddel auch ganz einfach, oder wir haben das Boot jetzt am Strand liegen, ja, dass ich die Paddel einfach nehme und stecke die hier rein und dann sind die Paddel aufgeräumt. Was ich auch sehr gut finde, weil die fliegen nicht rum, die können nicht verloren gehen. Ja, und das insofern stimmt, ist das aufgeräumt. Ja, das geht ja ganz schnell. Ne? Wenn man jetzt schön auf dem See ist oder so, dann könnte es ja mal schnell wegrutschen. Aber so ist es ja richtig fest angebracht an diesem Schlauchboot. Genau. Wie hier zum Beispiel kann man das gut sehen. Da ist es schön fest dann. Richtige Klammern und genau, die Paddel sitzen eben absolut fest drin. Oh, das ist echt klasse. Also ich habe mich schon in dieses Gummiboot verliebt, weil das einfach so gemütlich ist. Mich erinnert das auch so wirklich auch an Jugendzeiten, wenn wir auch am Baggerweiher waren, wirklich am Baggersee waren, wo wir mit solchen Dingern auch immer unterwegs waren. Das hat so einen Heidenspaß gemacht. Und ich sehe eigentlich, wenn ich das Boot so vor mir sehe, dann sehe ich da schon so 2, 3 Jungs da innen drin oder auch Mädels einfach auf dem Baggersee oder irgendwo am Planschen. Und eben mit dieser roten Signalfarbe, das ist auch ganz wichtig, ist das Boot natürlich auch weit zu sehen. Das heißt, ich habe das immer im Überblick. Wie kriegen Sie dieses Boot jetzt aufgepumpt, liebe Zuschauer? Ganz einfach. Das ist jetzt die große Frage. Im Serienumfang bei diesem Boot ist diese Handpumpe, diese Kolbenpumpe komplett mit dabei. Das heißt, wenn Sie jetzt am Baggersee dieses kleine Formatboot auspacken, dann haben Sie Ihre Pumpe, pumpen das auf. Wenn Sie es aber natürlich ein bisschen bequemer haben wollen, zeige ich Ihnen auch kurz, dann haben wir natürlich für zu Hause, weil so eine Handpumpe kostet ja auch ein bisschen Kraft, dann haben wir hier eine elektrische Pumpe mit dabei, die Sie aber natürlich nicht nur fürs Aufblasen von diesem Boot verwenden können, sondern Sie haben auch Adapterstecker mit dabei. Das heißt, einen Volleyball, einen Springburg, einen Hüpfball, alles was es so gibt, kann ich mit dem eben dementsprechend aufpumpen. Ich würde Ihnen empfehlen, nehmen Sie sich's dazu. Es hat 230 Volt Anschluss, das heißt, Sie können dann eigentlich das Boot schon völlig aufgepumpt, komplett mit aufs Dach tun von Ihrem Auto und dann ist das erledigt und Sie können ab zum Baggerweiher. Das Tolle ist ja, man kann ja auch einen Gymnastikball damit aufpusten. Kannst du alles machen, ja. Genau, das ist auch praktisch. Ja, aber hier haben wir das ganz tolle Schlauchboot, was ich toll finde, weil es so eine Signalfarbe hat. Es ist praktisch, man kann die Paddel an die Seite dran stecken. Es ist echt phänomenal. Ganz wichtig finde ich auch noch, und das sollte man vielleicht noch zeigen, wir haben nämlich an dem Boot auch noch mit dabei, bevor wir jetzt auf die Sitzkissen nochmal kommen, wir haben hier hinten 2 sogenannte Angelhalter. Ja. Und wir haben das immer umfunktioniert, oder gesagt, unsere Mutter hat das immer umfunktioniert früher, wenn wir dann nämlich wirklich mal in der prallen Sonne auf dem See waren und die Sonne knallte wirklich so runter, dann haben wir einfach die Paddel da oben reingesteckt und dann hat unsere Mutter uns gesagt, wir sollen da einfach ein Handtuch drüber spannen, dann hatten wir auch unseren Sonnenschutz. Das ist doch super, ja. Ich kann aber auch Angeln reintun, je nachdem, was ich will. Es gibt ja auch Leute, die so ein Paddelboot auch zum Angeln nutzen. Ja, genau, richtig. Auch das Fisch beruhigt ist ja viele auch lecker. Leute ungemein, absolut. Genau, das stimmt. Und ich habe hier eigentlich eine Rundrum-Wohlfühllösung für Urlaub, den großen am Meer oder dementsprechend auch für den kleinen Wochenendurlaub irgendwo am Baggersee. Ja, ah, das Boot ist so toll, wirklich. Weißt du was? Wir setzen uns jetzt nochmal hintereinander rein. Ich könnte die Kamera 4 dann nochmal ganz gut an. Jetzt gehst du mal einfach ein bisschen weiter. Ich geh mal hier rüber. Genau, gehst du mal noch rüber. Ja. Dann bin ich jetzt mal zu sehen. Genau, richtig. So, und ich hoffe, jetzt kann man das sehen, dass wir hier beide ganz gemütlich und entspannt Platz haben in diesem Boot. Das ist auch absolut robust man und hält uns beide auch ganz Spaß gut. Man kann Spaß haben damit. Und die Reißleine. Kann man natürlich auch, wenn es mal Windstärke 5 kommen sollte, kann man sich natürlich auch extrem gut festhalten mit dem Boot. Jonathan, man kann sich auch gegenseitig runterschmeißen vom Boot. Du hast auch gar keine Angst in dem Boot. Insofern finde ich das eigentlich wirklich eine absolut tolle Sache, dieses Boot. Ja, die Kinder können sogar aus dem Boot rausspringen. Oder auch wieder wirklich fest ist und wieder reinkrabbeln. Weil wir eben die Halteleine draußen haben. Und was ist das hier für ein schönes Täschchen? Das ist jetzt noch ein kleiner
Zusatz, den wir haben hier Spritzwasser geschützt, noch ein kleines Fach, wo ich zum Beispiel, ich hoffe, Sie sehen es, wo ich zum Beispiel jetzt Getränke reintun kann oder auch mal eine Kleinigkeit, eine Banane oder irgendwas. Das ist ja, das ist auch sehr geräumig, ne? Genau, also, da passt ein bisschen was rein. Und es ist erstens mal also Spritzwasser geschützt und zweitens habe ich, wie man es vielleicht aus der Kamera hier mal sehen kann, ich habe hier noch einen Klettverschluss mit dabei. Ja. Das heißt, wenn ich das zumache und es geht trotzdem ein bisschen wild her, liebe Zuschauer, dann bleibt das trotzdem sicher da drin. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Also das Boot ist von Anfang bis Ende gut durchkonzipiert, robust für alle Einsatzbereiche, Signalfarbe mit dabei. Was kann man eigentlich noch mehr sagen, Jana, als? Also, liebe Zuschauer, jetzt springe ich mal wieder hoch. Sie sollten sich wirklich dieses Schlauchboot gönnen. Dem neuen Urlaub steht nichts im Wege oder vielleicht einfach das, der Wochenendtrip zu einem See, Gardasee oder vielleicht an die Nordsee, an die Ostsee. Und Sie können Ihren Kindern vielleicht auch zwei Boote sich mal gönnen oder leisten. Man lebt hier nur einmal. Und von daher können Sie auch so einen richtig tollen Wettkampf damit veranstalten und können Ihre Nachbarn vielleicht mit einladen. Sie können schönen Strandpartys machen und ja, die Kinder sind versorgt. Ich denke vor allem dran, Jana, ich sehe einfach Stroh. Ich sehe abends, ich rieche Sommer, ich rieche Meer, ich rieche Strand, ich rieche warmes Wetter und ich höre das Wasser plätschern. Und das ist das, was ich einfach mit so einem Schlauchboot immer schon verbinde. Ja, und deswegen finde ich das einfach toll. Ja, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Jetzt greifen Sie zu der Artikelnummer, schreiben sich die schnell auf und rufen an und Sie werden begeistert sein und sich freuen. Viel Spaß mit diesem Schlauchboot. Tschüss! Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis einfach unter 0180 51 51 3x die 2 oder auf www.pearl.tv und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.